Ich gebe dir jetzt 13 Tipps für mehr Selbstachtung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Franzi, Trainerin hier im Hardies in Greifenberg und wir sprechen heute mal über das Thema Selbstachtung. Erstens, versuche die Ursache zu verstehen. Versuche, deine Glaubenssätze und Gedankenspiele zu identifizieren und aufzubrechen. Versuche zu verstehen, warum machst du dir diese Gedanken? Was steht dahinter? Was ist der Auslöser dafür? Sobald du diesen Auslöser gefunden hast, kannst du daran arbeiten, diese Gedankenspiele durchzubrechen. Tipp Nummer 2. Hinterfrage deine Gedanken. Wir alle kennen es. Du kriegst einen Anruf von einem Freund, hey, wir können morgen eine Heißluftballonfahrt machen. Jetzt melden sich verschiedene Aspekte in dir. Zum einen der Abenteuerlustige, der sich denkt, cool, eine Heißluftballonfahrt wollte ich schon immer machen. Dann kommt aber der Pflichtbewusste, du musst morgen arbeiten. Du kannst nicht einfach die Arbeit schwänzen. Oder der Ängstliche, Heißluftballon, hoch, Höhe, vielleicht doch nicht so. Du hast verschiedene Aspekte in dir, versuche die zu ordnen und zu sortieren und abzuwägen. Tipp Nummer 3, wechsel die Perspektive. Versuch, dich aus dir heraus zu betrachten. Überlege, was, wenn das jetzt einer anderen Person passieren würde, wie würdest du reagieren? Und versuch, dich nicht selbst zu verurteilen für das, was du gerade tust, sondern versuch es zu reflektieren und von außen zu betrachten. Tipp Nummer 4. Tausche Perfektion gegen Realität. Gerade in den sozialen Medien sehen wir oft perfekte Körper, gefotoshoppte, mit Filtern drübergelegte, im besten Licht fotografierte Schnappschüsse, die oft nicht der Realität entsprechen. Versuch dich davon zu lösen und diesen angeblichen Perfektionismus hinten anzustellen und überleg dir, wie schaut es aber in der Realität aus? Tipp Nummer 5. Hinterfrage deinen Anspruch. Jeder hat einen gewissen Anspruch an sich selbst. Versuch zu überlegen, woher kommt dieser Anspruch, den ich an mich gerade selbst habe? Mache ich das für mich oder mache ich es vielleicht, um meine Eltern glücklich zu machen? Tipp Nummer 6. Vergiss Performance Pressure. Ähnlich wie Tipp Nummer 5 gerade. Wem beweist du, dass du das jetzt gerade machst? Beweist du es dir selber? Dann hinterfrage, woher dieser Glaube kommt. Machst du es für jemanden anderen oder für dich? Tipp Nummer 7. Fokussiere dich auf dein Verhalten. Versuch hier, Charakter und Verhalten zu differenzieren. Dein Verhalten ist nicht gleich dein Charakter. Wir alle reagieren in unterschiedlichen Situationen immer wieder verschieden. Und versuch hier, nicht von deinem jetzigen Verhalten auf deinen Charakter zu schließen. Nur weil du jetzt eine Sache vielleicht falsch gemacht hast, heißt das nicht, dass du eine schlechte Person bist. Tipp Nummer 8. Vergleiche dich nicht. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seht einen Freund, der kann eine Sache besser, er kann vielleicht schneller laufen. Aber es macht ihn nicht zu einem besseren Menschen, sondern such eher daraus Inspiration zu ziehen, das, was er jetzt besser kann, auch auf dich umzumünzen. Wie kannst du diese Sache auch gut machen, dass du damit zufrieden bist? Was kannst du vielleicht auch von dieser Person lernen? Tipp Nummer 9. Setze Grenzen. Versuch zu identifizieren, was deine persönliche Grenze ist. Wo ist für dich genug und geh nicht über diese Grenze hinaus. Wenn du immer nachgibst, immer deine Grenze überschreitest, wirst du auf Dauer nicht glücklich werden. Tipp Nummer 10. Wähle deine Worte gezielt. Versuch Wörter wie müsste, sollen aus deinem Wortschatz zu streichen und benutze stattdessen können und wollen. Diese positiven Affirmationen tragen dazu bei, dass du dich ein bisschen glücklicher fühlst. Tipp Nummer 11. Arbeite an deiner Körperhaltung. Wenn wir immer so ein bisschen gebückt und eingetaucht gehen, neigen wir dazu, viel auf den Boden zu schauen. Wir hören Sätze wie, warum schaust du so traurig? Wir sind eigentlich nicht traurig, aber dadurch, dass wir uns klein machen, verstecken wir uns. Versuch stattdessen, dich ein bisschen aufzurichten, groß zu machen und der Welt zu zeigen, hallo, hier bin ich. Tipp Nummer 12. Finde deine Berufung. Finde das, was dir Spaß macht, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Finde das, wo du total darin aufgehst. Das wird dir helfen, das mit Leidenschaft zu machen, wird dich erfüllen und glücklich machen.
Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 13, tu etwas Gutes für dich. Wir alle kennen das. Du bist alleine zu Hause, hast Hunger und überlegst dir, für einen kochen lohnt sich jetzt nicht. Warum lohnt es sich nicht? Es ist wichtig, dass du auf deinen Körper achtest. Also koch dir was Schönes.